Sehr schön. Sehr geil. Wow. Also ich würde es geiler finden, wenn ich jetzt meine Hände nochmal mit Erdbeeren beschmieren könnte, könnte da nochmal so draufdrücken. Ich glaube, dass die ganze Welt bereit ist für Curry und Fritz. Wir müssten ja echt sämtliche fachliche Leistungen aberkennen. Ich kann zum Essen sagen, dass Gäste wegen dem Essen kommen. Die Hilfe der Kochprofis ist mir nicht mehr wichtig. Magst du uns nicht mehr? Ich muss euch ja nicht mögen. Okay, Maike, wir haben es hier mit dem Koch zu tun aus Berlin. Und seine Frau, die ist 31, er ist 48, beide aus Deutschland, jetzt hier eingezogen in die Steiermark. Ja. Und es läuft nicht. Er meint, er hat es in den Wurzeln, weil sein Vater mal ein paar Kneipen hatte. Und jetzt hat er ein Currywurst-Konzept in einer Kneipe. Grundsätzlich mache ich Speisekarte so, dass sie nicht vergleichbar ist. Was ist das für eine Aussage? Ist sie jetzt so wahnsinnig schlecht oder so wahnsinnig kreativ? Ist Currywurst dann so unikativ? Hat das noch niemand gehört hier in Österreich? Ich glaube, ich kann alles kochen. Also ich habe manchmal so junge Köche hier, die drehen immer durch. Ja. Und der Marius sagt immer, er kennt so viele Köche, aber er kennt keinen. Koch Spanisch, Koch Asiatisch, Koch Englisch. Ich glaube, es ist das Beste, ich mache einen Kühlschrank auf und gucke, was drin ist und gebe Gas. Ne. Liebe Singard, ist er, glaube ich, schon recht überzeugt, dass er ein guter Koch ist. Ja, das schaut doch geil aus, oder? Der hat da so ein kleines Fotostudio aufgebaut und redet da von Kunst auf dem Teller. Ja, richtet aber Salat, Reis und Fleisch klatsch, klatsch, klatsch nebeneinander auf dem Teller an. Also er meint, er könne sich abheben, aber also optisch kann das schon mal nicht. Aber sie hat einen sehr selbstbewussten Auftritt, kann man so sagen, ja, oder? Findet eigentlich ziemlich alles geil, was er anschaut, was er anfasst, was er macht. Das ist Bohnenkraut aus St. Nikolai. Ja. Selber getrocknet und gemahlen, ja. Abgefahren, ne? Er macht alles selber, er backt sogar Brot selber, er macht seine Kräuter selber, er macht seine Gewürze selber, er ist ein sogenannter Tausendsasser. Der Robert, der tritt schon ganz schön selbstsicher auf und wir müssen jetzt mal checken, ob er wirklich so sicher ist. St. Nikolai. Im tiefsten Österreich, in der Steiermark. Und mit Totenköpfen. Das war doch früher mal mit Sicherheit ein Landgasthof, ein Dorfgasthof, wo die Gemeinde aus und eingegangen ist. Und jetzt heißt es Curry Fritz, ja, mit dem Totenschädel. Vergessen. Curry und Fritz ist ein schöner Name, aber wieder passt nicht zu St. Nikolai. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Totenköpfen. Ich frage mich jetzt nur, ob ich das jetzt in Österreich irgendwo im Außenbereich von einem Restaurant haben muss. Hallo. Das ist die Katrin. Hallo, grüß euch. Hallo Katrin. Servus. Hallo. Hallo. Katrin, hallo. So, mitten in St. Nikolai. Curry und Fritz mit toten Kopf, wir sind verwundert. Ja, ist doch schön. Überraschung. Ich habe nichts gegen tote Köpfe, aber passt das? Nein, es passt nicht, aber deswegen machen wir es ja. Konzept gibt es keins, das ist wie die Wohnung eines Teenagers. Als Pirat sammelt man natürlich über die Jahre sämtliche Sachen zusammen. Und so ein Sammelsurium ist dann das Lokal. Leute, die fahren von Berlin nach Paris, weil sie gut essen können. Warum soll man nicht von Wien nach St. Nikolai fahren? Ich habe irgendwie so ein Interview gesehen. Da hat der Frank gesagt, dass sein Lieblingsessen eine Leberkässemmel ist. Und der Andi hat gesagt, krosse Hühnerbeinchen. Ich würde es geiler finden, wenn ich jetzt meine Hände noch mal mit Erdbeeren beschmieren könnte, könnte da noch mal so draufdrücken, damit die auch wirklich meinen Händeabdruck kennen. Ja? Ich erwarte, dass Lebensmittel mit Respekt behandelt werden. Und ich glaube auch, wenn ich diese Lebensmittel so berühre, dass der Gast es draußen schmeckt. Dann nennen wir das mal: Die Sau läuft im Erdbeergarten von der Henne davon. Ich lege einfach Wert auf gutes Essen. Ne? Habt ihr noch das Kreativgericht? Das war ja der Wunsch. Das Hähnchen rennt der Sau davon. Und zwar habe ich Hähnchenlachsen. Und in der Mitte, das ist ein Dinkelbrötchen mit einem Leberkäse gefüllt, Hindelmeier-Senf und ein Rosen-Erdbeer-Sorbet an der Seite. Das Hähnchen rennt der Sau davon, heißt es.
Ich sag zu dir, das Gericht heißt, für uns heißt es, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich steige einfach aus, ich fühle mich verarscht. Entweder sind wir in einem schlechten Film oder sind wir bei Verstehen Sie Spaß. Also man könnte jetzt auch, das Händel läuft der Sau davon, erklären mit Sorbet, also Erdbeersorbet, Leberkäse, Händel auf Matschkinsalat. Er kann ja kreativ sein, aber dazu bedarf es eines guten Handwerks und dem ist er nicht mächtig. Ein Dinkelbrötchen? Ich schmeck nur süß. Weil da hat ja süßes Hemd dran ist. Aber passt zur Erdbeere. Das passt auch. Das kann doch alles gar nicht mehr wahr sein. Die Selbsteinschätzung ist völlig falsch von ihm. Er denkt wirklich, er kann's. Und ich spreche ihm sämtliche Fähigkeiten ab. Beim Robert müssen wir bei Null anfangen. Er hat für mich jetzt überhaupt keine Ahnung vom Kochen. Wenn die Kochprofis sagen würden, ich koche wie eine eingeschlafene Oma, das wäre dramatisch, ja. Ja, ich bin gespannt auf die Konfrontation jetzt. Jetzt geht's in die Küche, jetzt lernen wir den Robert kennen, oder? Ja, hallo, ich bin der Zweck, grüß dich. Servus, hallo. Chefin? Hallo, grüß dich. Schau dir das an. Servus. Und Robert, bist du zufrieden mit deinem Einsatz heute? Ich glaube, ich habe heute überhaupt nicht einmal Salz benutzt. Ja, das könnte wohl wahr sein, ne? Ich glaube schon, dass er irgendwie einen komischen Humor hat, aber er nimmt nichts ernst. Mich wundert es jetzt, woher du den Humor nimmst. Weißt du, ist es ein Geigenhumor? Wir haben das Gefühl, du hast uns verarscht. Aber wir müssten ja echt sämtliche fachliche Leistungen aberkennen. Naja, so schlimm wird es auch nicht gewesen sein. Für diese Teller fährst du keinen Meter weit. Da bleibe ich abends auf dem Sofa liegen und schau Fernsehen, ich schwör's dir. Oder bei dem Teller nicht, bei dem Teller, da stellst du mir die Haare auf und Andi hat das große Vergnügen mit diesem Vogelsalat. Ja. Ei, also von Spiegelei war nichts mehr zu sehen und es ist schwarz. Es ist einfach doch kein richtig tolles Essen. Das Chili con Carne, das ist zum Beispiel auch, das ist so Kardamom-lastig und so, also Kreuzkümmel-lastig stark, Kreuzkümmel-lastig wenig Tomate. Ich wusste, dass es jetzt heute nicht perfekt ist durch diesen Stress da. Okay. Aber dass es jetzt alles ungenießbar sein soll, so schlimm sehe ich es immer noch nicht, ja. Weil ich glaube, dass da viel Dramatik auch dabei ist, ja. Ist das für dich Kochen? Ist das alles, was für dich unter den Begriff Kochen fällt? Sei ehrlich jetzt. Ist das Kochen? Definitiv, ja. Der Eskimo, der irgendwie was aus dem Wasser holt und sich das einfach in den Mund stopft, das ist auch Kochen, ja. Zum Kochen gehört halt viel mehr, das muss man Robert erklären. Was willst du mit diesem Essen ausdrücken? Was willst du sagen? Wo ist deine... Na, es ist halt eine Weltreise, ja. Das, was wir bekommen haben, war zwar einmal around the world, aber es war halt alles mit Pommes. Mit diesen Beilagen, das ist mir nie aufgefallen. Wir wollen euch helfen. Wir müssen kooperieren. Wir brauchen einfach jetzt ein Fundament, dass wir gemeinsam arbeiten. Und wenn du aber dich irgendwie loslässt, ja, kann hier sich nichts entwickeln. Dass es nicht Mainstream ist, das weiß ich. Ja. Pommes, Burger, Nachos, ist ja nicht Mainstream, sondern unikativ. Also verstehe ich dich falsch? Das ist Mainstream-Trash und nichts anderes. Ich glaube auch, dass meine Burger lecker sind und meine Currywurst, die ist sicherlich auch toll, ja. Ich glaube nicht, dass er bös arrogant ist. Der ist einfach von dem überzeugt, was er macht und das ist so seine Hobbythek und er lebt in so einer Scheinwelt. Jetzt sprechen wir halt mal nur die Optik an. Und ich fand es extrem grobmotorisch bis richtig unappetitlich. So, also in dieser Spanne. Ja, also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, wow, das war jetzt echt schön angerichtet. Das logische Anrichten ist auch ein Handwerk, was Köche erlernen. Ja. Und das habe ich jetzt nicht erlernt, aber von meiner Kreativität glaube ich, dass das jetzt normal in Praxis nicht so schlecht ist. Naja, ihr habt ein paar Sachen absolut recht mit diesen Beilagen. Ja, das geht nicht. Da nur Pommes. Die Kartoffelschlacht. Ja, ich habe es gestern ja gesehen, wo die alle da standen. Ich dachte mir auch, scheiße, ja. Ein paar Sachen fand ich... Hart? Hart, natürlich. Ist ja nicht schön, wenn man da reinkommt. Man kriegt da links und rechts Backpfeifen. Ist auch nicht schön, das zu sagen. Macht ja keinen Spaß da. Hey, hallo, alles scheiße hier. Ja, wir stellen jetzt auf Null. Ja. Gestern war die Kritik. Wir wollten jetzt eigentlich hier positiv reingehen. Genau. Du wirst auf jeden Fall, wenn hier alles klar Schiff ist, mit uns in der Küche einiges machen.
Okay. Wir werden auch einfach dein Fachwissen überprüfen auch, ne? Ja. Wir haben euch ja nicht gerufen, weil wir wissen, dass hier alles perfekt ist. Wir hätten auch ganz gern mal mit dir, liebe Katrin, über die Zahlen geredet. Weißt du, es ist mit Kochen ist das eine und unternehmerisch denken ist das andere. Ja. Du bist sehr reserviert heute. Sehr. Magst du uns nicht mehr? Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Es geht immer besser, wenn man sich doch mag. Also das finde ich jetzt mal eine Hammer-Aussage. Ja, es ist ja nicht jetzt persönlich. Es doch, einfach es ist jetzt persönlich. Na, gar nicht. Wie bitte? Ich muss euch nicht mögen, ist nicht persönlich? Das ist ja wohl persönlich. Da war ich erstaunt, wenn sie sagte, sie muss uns ja nicht mögen. Wir sind nicht angetreten, hier einen Freundeskreis zu gründen. Vielleicht war das aus der Kränkung heraus einfach wirklich auch eine Kränkung herbeizuführen. Katrin ist halt ein Mädchen, ja, und sie... Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nachtragend ist, aber sie so habe ich sie eigentlich noch nicht gekannt. Also es ist für uns auch überhaupt gar kein Problem, das als Job zu machen und nicht auf der persönlichen Basis. Wir sind da professionell genug. Dann sind wir natürlich auch eher so ein bisschen strukturierter und nicht ganz so persönlich, aber sie hat die Vorgabe gegeben und nicht wir. Was machen wir denn mit euch? Wenn man nichts verändern kann, dann ist es einfach schwierig, auch für uns. Also wir sehen halt hier um einfache, gute, regionale Küche. Wir sehen es aber hier nicht Totenkopf und Currywurst. Das ist unser Vorschlag und wir brauchen jetzt halt einfach von euch ein Feedback. Mir wäre am liebsten natürlich eine Brücke. Ne? Eine Brücke ist immer schön, ja? Da kann man drüber gehen. Ja? Von der Currywurst drüber ins traditionelle Regionale? Warum nicht? Ja. Eine Brücke bei dir? Vielleicht mit einverstanden. Also, aber ja. Also ich stehe auf die Extreme. Oben haben wir ja so eine erste Etage, die total leer ist. Ja? Und vom ersten Tag an haben wir immer gesagt, da oben muss so ein geiler Bauernladen rein von den ganzen Sachen, die es hier gibt. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt, weil es ist euer Laden. Ja? Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit und dann entscheidet ihr euch, in welche Richtung es gehen soll. Die Zeitvorgabe ganz einfach aus dem Grund, wir kommen jetzt nicht mehr voran. Wir reden jetzt von einem und vom anderen, aber jetzt nicht mehr vom Kernthema. Wir helfen Ihnen gerne. Es muss aber mit Kochen zu tun haben. Wir gehen jetzt gleich noch mal rein und dann müssen die Würfel fallen. Wenn nicht, brechen wir ab. Was machen wir? 5 Minuten sind vorbei. Wir sind gespannt. Wie ist die Entscheidung? Also wir haben uns für die Currywurst entschieden und danke für die Hilfe. Und wir haben einiges gelernt in den Tagen und wir werden authentisch bleiben und das weiter. Fortführen. Das heißt für uns jetzt praktisch, der Dienst ist getan. Ich finde es schade, ich hätte gerne ein bisschen mehr mit euch gekocht. Ja. Also, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken. Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen nachgedacht. Vom Kochen her, ja, habt ihr mir die Augen geöffnet, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin. Ich habe Paracelsus und die Frau von Bingen gelesen. Ja. Ich werde den Jungkoch Nummer 1 lesen, wenn es den gibt. Ja. Und werde mir einen Jungkoch holen, mit dem ich hier handwerklich arbeiten kann. Ich möchte ja Koch werden oder Koch sein. Ja? Das bin ich nicht, das möchte ich. Ja? Aber nicht in 2 Tagen, das schaffe ich nicht. Nee, das ist auch realistisch. Okay. Okay, also das heißt jetzt für dich, also was ist jetzt die Konsequenz? Aber da haben wir dann heute haben wir den Tag, um die Chance da aufzufrischen. Und ja, aber bitte, ihr seid da auf einem ganz anderen Niveau. Ja? Wir sind hier noch bei Currywurst und Pommes. Der Sinneswandel von Robert wundert mich schon, denn eigentlich hat er sich immer wie ein super Koch dargestellt. Und jetzt soll er mit unserer Geschwindigkeit und mit unserem Niveau nicht mehr mitkommen. Das klingt alles wie eine Ausrede. Das ist natürlich auch einfach ein wichtiges Argument. Und das hast du ja auch schon am zweiten Tag im Grunde genommen so ganz gut rübergebracht. Ich habe kein Problem. Ich muss euch ja nicht mögen. Es geht ja um eine Beratung. Dafür muss man sich ja nicht verstehen. Die persönliche Beziehung spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Sympathiefaktoren spielen auch eine große Rolle. Aber wie kann man in der Kürze der Zeit die Sympathiefaktoren raussuchen, wenn von Anfang an der Zugang verwehrt ist? Das heißt jetzt in Konsequenz was? Das heißt, dass wir uns selber darum kümmern, dass wir eure Hilfe nicht brauchen, dass wir uns bedanken dafür, dass ihr da wart. Das heißt, das ist die Ausladung Nummer 2, richtig? Ja. Wir wären gern helfend tätig gewesen, aber wenn sie es abwirkt, dann wirkt sie es ab. Ist ihr gutes Recht. Das waren doch auch alles nur Vorwände, um rauszukommen aus der Nummer. Ne? Sie wollten sie einfach nicht mehr belehren lassen, hatten keinen Bock mehr, Kritik einzustecken und haben einfach irgendwas gesucht. Ich finde es schade, dass man sich halt so trennt. Ja? Und dass es fehlt jetzt der Spaß beim Kochen. Da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass wir jetzt auseinandergegangen sind. Aber trotzdem wünsche ich euch Glück. Alles Gute. Das ist mein Abschlusssatz. Ja. Ja. Ciao. Ich wünsche mir für die beiden, dass die glücklich werden in der Zukunft.
Der Chef macht nur Blödsinn. Das schmeißt weg, Jasmin. Das hat der Chef falsch gemacht. Ja. Wir können eigentlich nichts dafür. Wer braucht das? Ich schau's dir auch an, wer braucht das? Haben wir das verdient oder war das ein Rachefeldzug? So, wir stehen hier echt vor so einem riesen Scherbenhaufen. Hier ist so alles im Argen. Hier stimmt eigentlich nichts. So dilettantisch kann man es gar nicht betreiben. Hör auf, lass gut sein, die Schulden sind so. So sieht ein Ruin aus. Also Maike, wir haben jetzt Erwin. Erwin ist jetzt seit Neuestem Küchenchef. Ja, ja, Erwin ist 24 Jahre alt. Oh. Er sagt, als er den ersten Tag reingekommen ist, dachte er, er sieht nicht richtig. Es war halt wirklich dreckig, dreckig, dreckig. Da wurde ganz lange nicht geputzt. Sie riechen hier verkammeltes Fleisch. Es wurde einfach nichts an die Fläche gelegt. Es wurde einfach alles daneben hingelegt. Sehr desolate Zustände, ein Kühlhaus Nummer 1. Ist ja unglaublich. Das ist offensichtlich Gary anzulasten, dass der halt einfach überhaupt nicht geputzt hat. Der war offensichtlich auch komplett überfordert mit der Situation, als jemand, der noch nicht mal ausgelernt hat, diesen großen Laden zu schmeißen. Also so wie es sich anhört, steht beim Markus Lehrling gleichgestellt mit Gebrauchsgegenstand, oder? Ich habe ihn bekommen, er ist ein lieber Mensch, hat absolut keine Ahnung von Reinlichkeit. Das ist wirklich ein starkes Stück, was der Chef sich hier leistet, seinem Betrieb irgendwie wirklich zwei Auszubildenden in die Hände zu geben und sich dann auch noch beschweren über die. Das geht auf keine Kuhhaut. Ein gestandenes Mannsbild, wie man sagt in Österreich. Ein gestandenes Mannsbild dreht sich gerade weg und bricht in Tränen aus. Also ihm geht es, glaube ich, wirklich schlecht. Er ist so dermaßen hoch verschuldet. Seit wann hat er jetzt den Laden? Seit 2010, ich glaube August. Da ist noch ein Hotelbetrieb dabei und er hat irgendwie über 200 Innensitzplätze und 120 draußen. Hat sich also ganz schön was aufgeheizt. Der hatte auch zwei Herzinfarkte und einen Schlaganfall. Wenn du mal gesundheitlich so angeschlagen bist, bei diesem Schuldenberg, da brauchst du echt extremen Optimismus, um da weiterzumachen. Und hinzu kommt auch, dass er nicht seit seinem ganzen Leben lang Gastronom ist. Ne? Er hat irgendwie vorher Forstwirtschaft oder irgendwas er alles gemacht hat. Also er ist nicht wirklich ein erfahrener Gastronom. Schmeckt's gut oder gehört es noch nachgewürzt? Ja, passt. Meines Erachtens nach finde ich, dass der Erwin sehr gut kocht. Ich habe in gehobenen Gasthäus, also Restaurant oder Küchen gearbeitet. Ich glaube schon, dass ich kochen kann. Chef, wir haben da Wasser und Kartoffelwärmen. Okay, passt. Der Chef macht nur Blödsinn. Den Zwiebelrostbraten habe ich noch einmal machen müssen. So hat er ihn umgedreht, er ist nicht angebraten. Bin auch, das würde, gibt es noch ein bisschen mehr hinein, damit es noch ein bisschen dünkler ist. Eine Spur dünkler. Chef, das ist ein Backdeck. Das geht Ach so, ein Backdeck. Okay. Ja, passt. Mir war ein wenig zu hell. Und ich dachte, dass das Gemüse dadurch noch nicht komplett durch ist. Na, wenn er braun wird, dann ist er bitter und es schmeckt einfach nach nichts. Das ist eine Schnittlauchsauce. Ist das da bitte? Ja, ich. Aufs. Du hast gesagt. Nein. Ach so. Okay, passt. Schnittlauchsauce. Schnittlauchsauce. Okay, passt. Na, dann ist die erste hervor. Der Chef hat dann eben zum Beispiel reingepfuscht, das war dann mit der Schnittlauchsoße statt der Soße Tatar. Das schmeißt weg, Jasmin, das hat der Chef falsch gemacht. Ja. Sind einfach viele Fehler, was uns der Chef einbrockt. Aber wir können eigentlich nichts dafür. Ich habe mich gewundert, warum du in der Küche bist. Du bist ja der Chef. Ich bin eigentlich generell hin und wieder immer in der Küche. Wo möchte ich halt schauen, ob alles passt, ob alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, du warst zufrieden mit den Speisen, die rausgegangen sind? Nicht ganz. Das Filetsteak war zu rare
viel zu rar. Hast du was dagegen getan oder hast du es einfach dann abgesegnet? Weil wenn du es ja weißt, dass schief liegt, dann gehst du dann raus. Ich habe nichts dagegen getan. Dann hast du ja eigentlich deinen Job hier nicht gemacht, oder? Nicht richtig gemacht. Dann frage ich mich, was ist denn da jetzt seine Funktion gewesen? Hat er sich vielleicht doch nur versteckt? Wer zeichnet sich aus für was? Erwin, du bist hier der Küchenchef. Wir sind mehr oder weniger chaotisch durch die Küche gelaufen. Jeder hat irgendwas gemacht. Es hat sich keiner auf das Wesentliche konzentriert. Wer ist fürs Chaos zuständig? Wer hat es verursacht? Meiner Meinung nach, das Chaos selber hat verursacht der Chef, der Markus. Es spricht halt auch nicht für den Erwin, dass er jetzt der gestandene Küchenchef ist. Ne? Normal könnte ihn das ja kalt lassen. Dann lass doch den Chef da vorne am Pass rumstehen, da koche ich an dem vorbei. Dann hättest du halt das Heft an dich nehmen müssen. Da fehlt dir vielleicht einfach auch das Alter. Ich bin einfach so frech und sag's mal. Trotzdem ist es ja dein Gaumen hier, oder? Das können wir jetzt schon beurteilen, ja? Ist das korrekt? Ist korrekt. Okay. Beim Gulasch stelle ich mir halt Gulasch vor. Ne? Hm. Also, wenn es Kürbis-Gulasch heißt, rechne ich nicht mit Püreekost fürs Altersheim. David Spitz, eine dünne Scheibe, die war so groß. Hattet ihr nicht mehr? Das macht keinen Spaß. Das war das einzige Gericht, aber wo Österreich zum Zuge kam. Das zieht sich halt auch durch. Also hier zum Beispiel, das sind halt die Nockerl, aber die sind, hast du mal probiert, die sind komplett trocken. Du kannst das ohne Soße eigentlich gar nicht runterkriegen. Wir haben alle irgendwie Staublunge gehabt, nachdem wir davon probiert haben. Wer braucht das? Ich schaue es dir auch an, wer braucht das? Braucht niemand. Das braucht keiner. Das will auch keiner, braucht keiner. Jetzt komme ich in Rage gerade mal ganz kurz. Die Soße, du hast gesagt, du kommst aus dem Haus, wo man gut kocht. Kochen die Soße so? Nein. Nein, warum kochst du sie heute so? Haben wir das verdient oder war das ein Rachefeldzug? Erklär's uns, komm, ich muss wissen. Ich muss sie verstehen. Normal wird anders gekocht. Ich kontrolliere normalerweise die Soße, wenn ich sie anrichte. Das wurde in diesem Fall nicht gemacht. Gut, aber es kann ja sein, dass das Grundprodukt schon gar nicht passt. Wollen wir wetten? Wenn ich das Material und die Ware dazu da hätte, das umzusetzen, was in meinem Kopf ist, glaube ich, dass es funktionieren würde. Da sollte man sich mal nicht rausreden mit so einem Kack. Ne? Also der hat dann irgendwas angefangen, nennt sich Küchenchef, ne, hat einen Hut auf, ne, größer wie der Mount Everest. Die Kompetenz, die er vorgaukelt, das ist er nicht. So, und dann ist auch die Bohnen, was die Bohnen, müssen die so schwarz werden oder war es einfach ein bisschen Couleur, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen heute? Nein. Auch nicht. Muss es so versalzen sein? Auch nicht. Ich konnte leider nicht zeigen, was ich wirklich kann, weil ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren habe können, weil einfach nur Steine im Weg gelegen sind in der Küche. Das Steak habe ich Carpaccio bestellt, 4 cm dick? Nicht, oder? Nein. Da muss man schauen, das kostet 23,90, weißt? Ja. Das machen die Gäste nicht mehr mit. Ja. Macht so mal die Augen auf, seid so mal realistisch. Das macht ein Gast einmal mit, dann sagt er, da gehe ich nicht mehr her. So habe ich es nicht gesehen, aber vielleicht bin ich auch zu blauäugig in das Ganze mit meinem Küchenchef hineingegangen. Wie kommst du auf den ganzen Schmarrn? Weißt du, die Speisekarte mit Leder eingebunden, Lederhosen, Tradition, rustikal und dann lese ich Scholle, Matjesfilet, sag mal, weißt du, was ist passiert hier? Da habe ich dann ganz einfach auch gesagt, okay, warten wir mal ab, welche Scheiße haben wir eigentlich gebaut? Ihr habt den Kopf in den Sand gesteckt. Auf was wartet ihr? Ich war sicherlich zu lax und habe es zu lange schleifen lassen. Der Markus hat schon Kapitulationsstufe 4. Also ich habe ja komplett aufgegeben, jetzt legt er alles in unsere Hand. Die Kochprofis werden schon richten. Du hast vor 2 Wochen hier angefangen, richtig? Genau, ja. Was hast du erlebt? Weil ich habe da Sachen im Casting-Video gehört, die ich eigentlich gar nicht glauben kann. Also es wurde nicht auf Sauberkeit, auf Hygiene geachtet. Ich habe es jetzt mehr oder weniger schon also die Grundoberflächen geputzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das angucke, da ist ja schon noch, das ist ja schon noch ganz schön sparkig hier, ne? Wenn du da oben reinguckst. Geri und Jasmin fehlte die Motivation, den Schmutz zu beseitigen. Sieht man hier. Das ist eigentlich egal, wo du hinfasst. Das ist echt noch, das ist hier. Oh Mann, ey. Also ich bin mir ganz sicher, dass meine Kollegen nicht bereit sind und ich auch nicht, in einer Küche, die so verdreckt ist, hier was zu kochen. Erwin ist ein guter Junge und Erwin, glaube ich, mit dem kann man auch gut kochen, aber er hat keine Chefqualitäten, er ist viel zu jung, er hat keine Chefqualitäten, und das kann er hier nicht wuppen. Finanziell ist es einfach, wenn du mich so siehst, ein Ruin aus, also wenn ich ehrlich bin, ist er einfach so verschuldet und er sieht es aber nicht so. Ne? Er redet sich immer alles schön, sagt er, das ist doch alles machbar und er will da wieder angreifen, er will hier einfach weitermachen.
Das Beste wäre einfach, dass er so die kleine Gaststube hat, dass der Markus in Zukunft sich hauptsächlich mal ums Hotel und die Wirtschaftlichkeit die kümmert, die Theke, den Tresen bedient, das kleine Stübel geöffnet ist, der Koch auch dafür herhalten kann, das schafft er, das trauen wir ihm zu. Aber den Rest sieht er gar nicht, nimmt er gar nicht wahr. Diesen Rest, ja, diese 7/8 von dem ganzen Projekt müssten eigentlich aus der Hand gegeben werden, müssten fremdvermarktet werden. Für den Saal und für diesen großen Betrieb jemand, der Events, der Konzepte, der vielleicht uns unterstützt in der Idee, der Kontakte hat, da hätte ich jemanden. Soll ich den anrufen? Also das dürfen wir nicht unversucht lassen, oder? Wir haben jetzt aber wirklich noch das Problem mit dieser echt dreckigen Küche. Die muss bis morgen sauber sein. Eigentlich brauchen wir eine Putzkolonne. Gott, herzlich willkommen. Darf ich Sie weiter begleiten? Ich glaube, die neue Rolle als Gastgeber ist mir besser am Leib geschneidert als die in der Küche. Also, neue Vorspeise. Eine Lebensmittelsuppe, eine Frittatensuppe und zweimal Cremesuppe. Jawohl. Als zweites einmal Lachsfilet, einmal Kürbisfleisch. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber wir haben neue Speisen. Wir müssen uns Mühe geben, dass alles passt. Die kann ich schon noch vorbringen? Nein, nee, ich habe sie nicht abgerufen. Das war was warm, ne? Nicht abgerufen. Also mit diesem System, mit den Abrufen, das ist mir auch neu. Er ist einfach unsicher, weil er noch nicht weiß, wie läuft der Abend jetzt ab. Wir werden ihn jetzt begleiten, er schaut zu und er ist ein bisschen nervös, kann man nachvollziehen. Fein. Darfst du nach vorne bringen? Das ist dein Produkt. Ich bin jetzt wieder motiviert, habe wieder neues erfahren, neues gelernt. Was ich klasse fand, man hat dem Gerry was gesagt, ich kann mich erinnern, bei der Vorspeise, erst einmal mit der Lachsforelle, einmal zeigen, super umgesetzt. Kräuter hast du jetzt schon dran? Kräuter schon dran. Machst du den nächsten Mal kurz vorm Anrichten erst dran, okay? Okay. Bleib noch ein bisschen koordinierter, weißt du? Ja, die muss lockerer werden. Ich kann es aber ganz gut nachvollziehen, weil ich war auch echt ein sehr, sehr, also man hat immer gesagt, dass ich ein sehr hektischer Auszubildender gewesen wäre. Ich war zwar in meinem Element und wusste genau, wo ich anpacke. Es kam aber nach außen hin sehr, sehr hektisch rüber. Ganz was Außergewöhnliches, ja. Schmeckt irrsinnig lecker, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft dann öfters herschaue. Arvin und Gerry, ihr macht jetzt gemeinsam zweimal gefüllte Schnitzel, einmal Blunzen, dreimal Roulade und einmal Wurzelfleisch. Ja. Ja, ich kann das nicht. Was kannst du nicht? Zum Essen nicht merken? Oh ja. Wurzel steht, Kalbsgulasch brauchen wir nicht mehr, machen wir Platz auf die Seite, ja. Da kommen die Knödel rein, die zwei Stück. Du hilfst ihm jetzt auf dieser Seite, okay? Komplett neues Programm für die Jungs und die sind jetzt einfach mal am Limit, ja. Franz, bitte, einmal gefüllte Schnitzel mit Reis und eine Rindsroulade auf Tisch 104. Gib diversen Applaus mal für euch und das war 3 Tage, oder? Auch für dich, mein Freund. Also, komm, abklatschen. Ja. Jungs, ihr müsst noch ein bisschen ruhiger werden, okay? Ja. Ich glaube, dass Gerry und Arvin mit den Aufgaben wachsen werden. Fakt war, Markus hat uns gerufen, weil Markus war eingeschlafen, Dornröschenschlaf. Ja? Wir haben versucht, sehr viel zu ändern, wir haben viel Motivation gebracht. Wir haben viel Strategie gebracht. Ich bin sicherlich erleichtert und froh, dass ich die Kochprofis geholt habe, weil sie mir ganz einfach einen neuen Weg gezeigt haben. Und ich eigentlich in eine positive Zukunft sehe. Konzeptionell ist es so, dass wir gesagt haben, konzentriere dich bitte auf die Zimmer, konzentriere dich bitte auf die beiden Stüber, schau, dass die Leute glücklich werden mit einer kleinen, guten Karte und einfach kleine Brötchen backen, aber dafür frische. Ja? Das ist die Idee, frische Semmel natürlich, ja, sehr klar. Ja. Also. Last but not least wollen wir jetzt aber auch noch mal ein paar Worte an die Küchencrew verlieren. Ich glaube, was ihr heute erlebt habt, habt ihr bisher noch gar nicht erlebt hier, oder? So eine volle Hütte und eine frische österreichische Küche, das war für euch auch eine neue Sache. Ich bin mir sicher, ihr werdet da reinwachsen. In diesem Sinne, wir haben immer so ein Bild dabei. Und ich möchte das mal euch geben, dir mal stellvertretend für alle, für die Köche, für alle, ihr seid gecheckt. Jawohl. Bravo. Bravo.
Die Lust, die Begeisterung, die Motivation, die ist jetzt mal da. Das ist fein. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir einen riesigen Schuldenberg haben. Ich würde sagen, wir haben hier eine Chance von 30%. Also 70% muss ich wirklich sagen, die sind offen und die werden offen bleiben.